Wie heißt du? Alena. Alena, okay, Alena. Alena, was machst du so? Weiß ich nicht. Hä? Mach mal so. Mach mal so. Mach mal so. Hoch, runter, hoch, runter, hoch. Schlaf tief. Was? Gehst ganz tief in die Hypnose. Noch tiefer, tiefer, tiefer. Und noch tiefer. Und tiefer. 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 Und ganz tief gehst du in die Hypnose. Sehr schön. Du fühlst dich richtig wohl. Und richtig wohl. Du bist total entspannt. Du bleibst stabil stehen. Und du fühlst dich ganz wohl. Richtig wohl. Jetzt schauen wir einfach mal, in welchem Level sie ist. Ich berühre jetzt deine rechte Schulter und wenn ich deine rechte Schulter berühre, dann bekommst du den brutalsten Lachanfall deines Lebens. Und noch lauter. Dein Lachen wird immer mehr zu einer wie eine Opernsängerin. Und es wird noch lauter. Und es wird noch lauter und noch stärker. Und es wird noch stärker und lauter. Das ist dein großer Bruder. Ramazan, was würde deine Schwester niemals machen? Lügen. Okay. Lügen. Sollen wir sie lügen lassen, oder was? Hä? Also ungern. Okay. Irgendwas, was sie nicht machen würde. Zum Beispiel mit den Gästen. Ist sie so extrem locker, oder? Schon. Ich glaube, sie würde keinen Gast rausschmeißen. Also Moment, sie würde niemals einen Gast rauswerfen. So, und es ist so, dass alles, was ich dir sage, völlig normal ist. Stell dir mal vor, du bist eine sehr strenge Gastronomin. Ich werde dir einen Gast zeigen und er hat den Mindestumsatz an Alkohol nicht erfüllt und du bist richtig streng zu ihm und du wirfst ihn aus dem Lokal raus. Weil er hat zu wenig Bier und Alkohol getrunken. Das ist in deiner Realität ganz normal. Stell dir vor, du bist so eine richtig strenge Gastronomin und du werfst diesen Gast einfach raus, nur weil er keinen Alkohol getrunken hat. Du läufst mir hinterher, du öffnest deine Augen. Das ist für dich alles normal, was du jetzt machen wirst. Ich zeig mit dem Finger auf die Person. Komm, ey. Guck mal, dieser Typ dort. Was kannst du eigentlich? Wo ist das Limit? Limit ist bei 50. 50 Bier? Ja. Da habe ich eine Alkoholvergiftung. Nee, normalerweise trinken sie doch immer einen Alkohol. Du bist ja, total ernst und du nimmst ihn jetzt an der Hand und bewirfst ihn raus. Das ist für dich normal. Aber jetzt müssen sie aber jetzt raus, bitte. Ich bitte sie jetzt vor. Ich hab ja gesagt, es fliegt gleich raus. Gerade hier vor. Du wirst noch ernster. Wir müssen bitte raus. Du wirst immer ernster, das ist gerade für dich voll normal. Gehen sie gerade raus? Gehen sie gerade raus? Hä? Das ist in deiner Realität gerade ganz normal, was du machst. Also, du begleitest ihn sogar nach draußen und, komplett. Also, gerade nächstes Mal und ich darf gar nicht kommen. Und also ich bin vollkommen nüchtern. Ja. Und ich darf hier nicht mehr reinkommen, nee, weil ich zu wenig Alkohol getrunken habe. Ja. Also nach 50 Bier wäre ich absolut klinisch tot. Ja. Und sie wollen, dass ich 50 Bier trinke als Limit? Ja, weil sie normalerweise immer 50 trinken. Ich trinke 50 Bier? Ja, und die Limit haben sie nicht getroffen. Jetzt müssen sie raus. Wirklich? Ja. Ich darf nicht mehr rein? Nein, gar nicht mehr rein. Gar nicht mehr gar rein? Gar nicht mehr rein. Ja. Tief. Du kommst jetzt hinterher, du folgst mir, es ist alles wieder ganz normal. Du nimmst jetzt Geld aus dem Geldbeutel und legst das in deinen Schuh hinein. Du nimmst jetzt Geld aus deinem Geldbeutel und die Scheine, die großen Scheine und legst es in deinen Schuh rein. Es ist gerade alles ganz normal für dich. Machen wir Erfolg machen gut oder verheiratet? Und du fällst wieder tief. So, und jetzt ist Folgendes. Du hast jetzt alles, was du gemacht hast, komplett aus deinem Kopf gelöscht. Du kannst dich an nichts mehr erinnern.
Außer, wenn du deinen Mittelfinger und deinen Daumen miteinander verbindest, hast du den extremsten Lachanfall deines Lebens. Dieser Lachanfall wird, wenn du dann zurück bist, richtig brutal. Du hast alles gelöscht, was du gemacht hast. Außer es ist komisch für dich, wenn du Mittelfinger und Daumen berührst, hast du einen Lachanfall. Du öffnest jetzt deine Augen. Hallo. Hallo. Alles klar? Ja. Ah, trenn mal die Finger. Jetzt. Alles klar? Ja. Wie fühlst du dich? Normal. Normal? Ja. Kurze Frage an dich. Woran kannst du dich als letztes erinnern? Hm? Hm? Als letztes, also was ist als letztes irgendwie in deiner Erinnerung? Hm? Hm? Ich? Ja. Sonst nichts? Würdest du normalerweise einen Gast rauswerfen? Niemals. Niemals? Okay, guck mal, kannst du dich daran erinnern? Dass du ihn rausgeworfen hast? Okay. Du hast gesagt, er hat den Mindestumsatz nicht gemacht. Aber was ganz anderes. Wem gehört der Laden? Mein Bruder. Dein Bruder? Ja. Würdest du deinen Bruder beklauen? Nee. Nein? Was? Würdest du kein Geld klauen? Nein. Würdest du nicht machen, okay? Also du würdest deinen Bruder niemals beklauen, ja? Guck mal, dein Schuh. Ja, so und jetzt zieh mal deinen Schuh aus und nimm mal deinen Schuh hoch. Und guck mal, was da drin ist. Nein! Oder? Oh. Ja. Ich glaube, das darfst du nicht behalten. Oh. Nee, oder? Ja, doch, oder? Ja, komisch, gell? Du hast deinen Bruder gerade eben beklaut, gell? Nein. Doch, warum bist du in deinem Schuh drin? Ja. Alles cool. Verbinde mal deinen Mittelfinger und deinen Daumen miteinander. So, jetzt hat sie die. Ach so, Mittelfinger. So, wir haben ja komplett gelöscht und jetzt aktiviere ich dieses Lachen. Das wird jetzt wieder losgehen. Und das hast du jetzt immer. Ja. Und jetzt telefonierst du mit deiner besten Freundin. Das ist für dich gerade ganz normal. Und telefonierst laut mit ihr. Hallo? Ja? Also sie ist genau in diesem Modus, ne? Wo man die Leute hinbekommt. Genau, arbeiten. Die ist gerade komplett weg. Ja. Kann man sagen, was sagst du? Hm. Respekt. Also, wir kennen uns jetzt mittlerweile über ein Jahr, ne? Und mehrere Veranstaltungen zusammen mitgemacht. Also ich bin echt begeistert davon. Das fehlt, gell? Sag mal, ich habe das selber nicht ausprobiert, aber... Kannst du dich an alles erinnern? Nee. Und jetzt ist so... Es gibt so ein paar Dinge bestimmt, die du in deinem Leben ändern möchtest, dass du an dich glauben möchtest. Wir nehmen alles weg, was dich daran hindert, dein Potenzial, den Glauben an dich wegnehmen würde, das wirfst du jetzt weg. Ab heute glaubst du viel mehr an dich. Du wirst es schaffen, deine Ziele zu erreichen und das, was du jetzt hier gemacht hast, dass du Geld aus dem Geldbeutel nimmst, sowas würdest du nie machen. Das würdest du nicht machen, wirst du auch nicht machen. Aber du wirst auch dich von Fremden nicht hypnotisieren lassen, dass du in so eine Trance fällst, dass du sowas machen würdest. Das wirst du nicht. Du wirst immer die totale Kontrolle über dich selbst haben und alles schaffen, dein Leben, was du schaffen möchtest, deine Ziele erreichen. Mutig sein, selbstbewusst sein. Und dieses Lachen wirst du ab jetzt immer stärker und intensiver erleben. Du glaubst an dich, du bist mutig und du schaffst es, deine Ziele zu erreichen. Bei drei öffnest du deine Augen. Wenn dich jemand so versucht, in eine Hypnose fallen zu lassen, in der Form, dass er was Negatives mit dir machen möchte, kommst du automatisch wieder zurück. Diesen Schutz gebe ich in deinen Kopf hinein.
Diesen Schutz gebe ich dir und du kommst dann immer automatisch zurück und du schaffst alles in deinem Leben, was du schaffen willst. Bei 3 bist du im Hier und im Jetzt und es wird einfach toll. Du blühst auch heute und die nächsten Tage total auf, auch in deinem Job, auch in deinem Privatleben. Und du glaubst an deine Ziele. 1, 2 und 3. Hallo. Alles klar? Sehr schön. Danke für dein Vertrauen. Danke. Dankeschön.